Heute geht es um die Druckprobe meiner Trinkwasserinstallation. Meine Baustelle ist soweit fortgeschritten, der Putz ist sogar schon drin. Wir sind jetzt dabei, die Fußbodenheizung zu verlegen. Und bevor jetzt der Estrich reinkommt, hätte ich gerne natürlich die Druckprobe durchgeführt. Und die gucken wir uns heute mal an. Schauen wir uns mal gerade den Stand der Trinkwasserinstallation an. Also hier bin ich jetzt in meinem Badezimmer. Man sieht hier sehr schön, dass die Leitungen aus dem Flur hier ins Badezimmer hineingehen. Man kann direkt erkennen, das hier ist die Trinkwasserleitung, die Warmwasserleitung, weil die ist nach unten hin mit 100% gedämmt. Und in dem Abstand dazu kommt hier die Kaltwasserleitung, die ist nur gegen Schwitzwasser gedämmt. Als erstes fließt das Wasser hier in meine Armatur der Badewanne. Und da sieht man auch die sogenannte durchgeschliffene Installation. Die habe ich an dieser Stelle gewählt, da die Badewanne ja jetzt nicht wöchentlich genutzt wird. Das heißt, das Wasser fließt hier einmal komplett den Weg hoch an der Armatur und dann wieder raus Richtung der sogenannten T-Stück-Installation. Also hier lang und zwar einmal zu meinem Waschtisch. Das ist das Waschtischgestell. Und dann auch über das T-Stück einmal hier zur Dusche, also zur Duscharmatur. Ich habe hier also bewusst eine Mischinstallation gewählt zwischen Ringleitungsinstallation und T-Stück-Installation, da das hier natürlich alles Module sind oder Objekte sind, ja, die täglich eigentlich benutzt werden. Hier haben wir das Waschtischmodul. Man sieht hier auch wieder Warmwasser, Kaltwasser. Das T-Stück dann Kaltwasser fürs WC und anschließend eben per T-Stück hier die Duscharmatur. Ja, soweit so eine Installation im Badezimmer und jetzt gucken wir mal in meinem Hausanschlussraum. Hier vom Anschlusspunkt findet übrigens gerade schon ein Teil der Trinkwasserdichtheitsprüfung statt. Wir gucken jetzt aber zunächst mal hier auf die Verlegung. Also man sieht da, wer sich noch erinnert, dort habe ich meinen Hausanschluss. Da wird also das Wasser ins Haus hereinkommen mit der Armatur, also mit der Wasseruhr dann. Dann werde ich hier eine Enthärtungsanlage aufbauen und nach der Enthärtung geht dann das Wasser von hier aus in die Installation. Man sieht hier auch ganz schön, auch per T-Stück Installation geht es hier einmal Richtung meinem Haus und einmal auf die andere Seite ist das die Zuleitung zu meiner späteren Heizungsanlage. Ja, ein kleiner Tipp, den man hier noch ganz gut sieht. Es gibt also einmal diese feste Isolierung bei dem vorisolierten Rohr. Die hat jetzt ganz gut den Putzer überlebt. Ja, und hier die Ammaflex-Isolierung, da sieht man natürlich, die hat überall ja, hier schon ein bisschen Schaden genommen. Da werde ich jetzt natürlich darauf achten, wenn wir hier die Installation weitermachen, der Fußbodenheizung, dass man da gegebenenfalls nochmal was erneuert oder nochmal abklebt. Aber besonders wichtig ist natürlich immer die Installation nach unten, also Richtung Erdreich, weil hier drüber ja, kommt sowieso nochmal eine Dämmschicht. Die Prüfung, die ich hier heute mache, bestehen aus zwei Teilen. Und zwar einmal der Dichtheitsprüfung und dann aus der Belastungsprüfung. Die Dichtheitsprüfung, die läuft ja jetzt gerade und die haben wir auch ein bisschen vorbereitet. Dazu habe ich mir tatsächlich einmal das Protokoll von Uponor dazu heruntergeladen, weil wir hier eine Installation von Uponor gemacht haben. Und Testo hat hier auch ganz gute zwei Spicker für diese Prüfung, wo man nochmal sehr gut sieht, wie das Ganze abläuft. Also die Dichtheitsprüfung, die läuft hier mit 150 Millibar. Das ist die, die ich jetzt hier auch schon gestartet habe, 150 Millibar. Und die Prüfdauer ist in dem Fall 2 Stunden. Also erst 5 Minuten Beruhigungsphase. Es wird also 150 Millibar ins System gepumpt. Dann beruhigt sich das Ganze für 5 Minuten. Und dann läuft diese Dichtheitsprüfung für 120 Minuten. Die Genauigkeit, und die ist hier auch ganz wichtig, deswegen drücken wir ja auch mit einem elektronischen Messgerät ab und nicht etwa einfach mit einem Manometer. Wir brauchen hier nämlich eine Messgenauigkeit von 1 Millibar für diese Prüfung. Also 1 Millibar ist der Anzeigebereich, den das Gerät auch haben sollte. Das Gerät hat sogar eine Anzeige von 0,1 Millibar. Für alle Fachleute hier jetzt eine interessante Information. Marco hat nämlich seine Wasserleitungen mit dem Testo 324 Abdrückgerät geprüft.
Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert oder wie man diese Prüfungen durchführt, dann kann ich euch nur die Testo Academy empfehlen. Wir haben nämlich genau mit diesem Messgerät dort einen Videokurs schon mal produziert. Und wenn ihr euch den anschauen wollt, klickt unten in der Videobeschreibung, dort findet ihr einen Link. Und jetzt weiter zu Markus Baustelle. Ganz wichtig an dieser Stelle ist auch die Dokumentation dieser Prüfung. Es wird hier also auch für jedes Bauvorhaben und für jede Leitung, also nicht nur fürs Trinkwassersystem, auch fürs Heizungsleitungssystem oder auch für das Fußbodenheizungssystem, was installiert wird, wird hier eine Prüfung gemacht und das Ganze sollte auch dokumentiert werden. Gehört zum einen in die Ordner und Mappe des Handwerkers, aber gehört nachher auch dem Endkunden übergeben und auch in eure Baumappe, weil es kann immer mal sein, dass auch in vielleicht 10 Jahren ja irgendwo ein Garantieanspruch ja durchgesetzt werden soll. Und dann ist es ganz wichtig, dass zu diesem Bauzeitpunkt dieses Protokoll vorliegt, dass hier also ordnungsgemäß alle Prüfungen, Dichtheitsprüfungen, Belastungsprüfungen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Ja, und in die Prüfung gucken wir jetzt auch nochmal rein. Der erste Teil dieser Prüfung, die sogenannte Dichtheitsprüfung, ist jetzt erfolgreich abgeschlossen. Die Prüfung wurde bestanden. Ich habe die Prüfung in diesem Fall, wie man hier sieht, übrigens mit Luft durchgeführt. Warum habe ich das gemacht? Es gibt auch ein Prüfverfahren mit Wasser. Es hat jedoch den Nachteil, dass die Anlage dann nach dem Abdrücken sofort in den bestimmungsgemäßen Betrieb übergehen muss. Das ist ja jetzt hier gar nicht möglich, zumal die ganze Trinkwasserinstallation noch gar nicht fertiggestellt wäre. Hätte ich hier also mit Wasser abgedrückt, ja, würde das Ganze einfach zu einem Trinkwasserhygieneproblem werden. Der Vorteil, mit Wasser abzudrücken, wäre natürlich bei einer Undichtigkeit, würde ich solche Stellen, die undicht werden können, natürlich sofort sehen. Hier würde dann ja Wasser austreten. Das ist bei Luft natürlich nicht so einfach. Da müsste man dann irgendwo mit Lecksuchspray oder ähnlichem gucken, diese Undichtigkeit zu hören oder auch eben mit Lecksuchspray zu orten. Die Hochdrucksonde habe ich jetzt hier eben schon eingesteckt. Für die nächste Prüfung benötigen wir die, da wir hier mit 3 Bar Belastungsdruck, also mit 3 Bar Druck abdrücken. Die baue ich jetzt hier mal an. Den Druck stelle ich dann gleich hier mit so einer Handpumpe her. Dann gucken wir hier im Messgerät. Das ist auch sehr schön geführt. Wir gehen also auf Messungen, dann auf Trinkwasser, Prüfung mit Luft, Belastungsprüfung. So, und dann zeigt er uns auch schon an, Stabilisierungszeit 5 Minuten, Messdauer 10 Minuten und das Ganze mit 3 Bar Druck. Ja, jetzt gehe ich einfach mal auf Starten, lässt er mich dann starten, Druck beaufschlagen. So, jetzt sagt er auch, ich soll erstmal, oh, hier muss ich natürlich noch öffnen, erstmal die 3 Bar draufpumpen. Ja, da musst du vorspulen, das kann jetzt einen Moment dauern. Auch die Belastungsprüfung hat jetzt gerade hier erfolgreich stattgefunden. Das Ganze kommt jetzt auch hier ins Protokoll und dann geht es auch schon weiter. Der nächste Schritt ist hier jetzt die Fußbodenheizung. Bleibt also dran, abonniert den Kanal, denn wir zeigen euch auch hier die Lüftungsanlage und den Einbau der Wärmepumpe. Und falls ihr Fragen dazu habt, einfach in die Kommentare damit.